Wann haben denn Sie gemerkt, dass Sie was kennen? Naja, im Grunde genommen habe ich schon das Schuld gemerkt, aber da war mir nicht zum Lachen. Da haben dann die anderen über mich gelacht. Sagen wir mal, ich war in der Schule nicht gerade das größte Licht. Also ich war sehr verhaltensauffällig. Aber gut, ich muss zugeben, man hat nicht immer drüber lachen können. Es war manchmal auch gequälte Scherze, die ich da getrieben habe, ja. Was macht denn unseren Humor so aus? Ich sag mal so, es wird ja immer wieder gesagt, jede Region hat ihren eigenen Humor. Ich muss feststellen, wenn ich bundesweit auf Tournee bin, das stimmt so nicht. Also das Amüsement findet schon immer die gleichen Themen betreffend statt. Es ist vielleicht graduell ein bisschen unterschiedlich. Ich sag mal so, in Norddeutschland oben schätze ich den Menschen als etwas offener und direkter ein. In Franken, da zecht es immer ein bisschen. Was macht denn unseren Dialekt aus? Ja, dass er anders ist als andere Dialekte. Wir haben halt einen eigenen Dialekt, so wie die Schwaben ihren Dialekt haben und die Sachsen ihren Dialekt haben. Was das Schöne am fränkischen Dialekt ist, dass er inzwischen bundesweit kompatibel ist, dass man ihn überall, wirklich überall versteht, was mich manchmal fast ein bisschen überrascht. Ich war jetzt in der Schweiz auf Tournee und das funktionierte alles wunderbar. Der sächsische Dialekt, der wird immer gerne noch ein bisschen als Negativbeispiel für Dialekt hergenommen. Beim Franken war es ja lange Zeit so, aber das hat sich sehr gewandelt, das Bild. Stirbt Fränkisch einmal aus? Ja, die Tendenz ist ja jetzt schon da. Also sage ich mal, die wirklich fränkischen Begriffe, die sterben aus. Es wird leider dann so ein etwas schludriges Hochdeutsch. Ein dialektisiertes Hochdeutsch, das ist eigentlich, was hierzulande gepflegt wird. Ich denke, die Kids heutzutage, die jungen Leute, die können mit den typisch fränkischen Urbegriffen nichts mehr anfangen. Was sind denn so typisch fränkische Wörter? Potacken und Knietschele und Rietschele und Rutschele und was ist alles hier und so. Die Alten haben die Begriffe noch drauf, aber ansonsten, ich glaube nicht mehr. Sind Franken eigentlich Mumflatt? Ja. Oh ja, doch, Mumflatte Franken gibt's schon. Genügend. Man merkt schon, also die laufen schon ein bisschen alle erst einmal mit einem negativ besetzten Gesicht herum. Das ist hier schon ziemlich verbreitet. Ich habe gehört, dass die von Google Street View, als die Nürnberger Straßen abgefilmt haben, haben die sich schon beschwert, dass die Einwohner so schauen. Also, nee. Franken ist die einzige Gegend in Deutschland, wo Google die Gesichter freiwillig rausretuschiert. Gibt's da was wir Franken kennen? Ich sag mal so, wenn man das Herz eines Franken erschlossen hat, dann hat man es erschlossen und dann ist das auch meistens ein treues Herz, das sich da erschließt. Also wenn der Franke mal, wenn man ihn mal aufgetaut hat oder wenn er auftaut, dann taut er richtig auf. Und dann ist es mir, ehrlich gesagt, allemal lieber als diese oberflächliche Offenheit eines Rheinländers, da habe ich zugegeben mehr Probleme. Da ist mir das hier schon lieber. Erzählen Sie mir mal Ihren Lieblingswitz. Der Lieblingswitz, es gibt bei mir definitiv keinen Lieblingswitz. Ich kann keinen einzigen. Ich kenne keinen Witz.